Der Fußballregionalligist KSV Hessen-Kassel schenkte seinem Trainer einen 3:2-Sieg gegen die Reserve der Frankfurter Eintracht. Holger Brück verabschiedete sich am Samstagmittag vom KSV in Kassel. Ihm folgte der Mann, der die Löwen im kommenden Jahr in eine bessere Zukunft führen will. Uwe Wolf, neuer Cheftrainer des KSV, blutet das Herz, wenn in einem so großen Stadion nur 1300 Zuschauer zu zählen sind. Hier muss sich etwas ändern. Ja, hier das Stadion, Fassungsvermögen verbessern Sie mich, ich denke mal, von ca. 19.000 oder 20.000 fast. Und es sind nur 1300 da. Da blutet einem das Herz. Man war selbst Fußballer, ja, ich spiele lieber vor ausverkauftem Haus, das macht jedem mehr Spaß. Ganz nicht nur Änderungen sind das Ziel von Uwe Wolf, nein, er will auch Thorsten Bauer wieder zurückholen, den Mann, den man mit den Worten "Wir wissen um seine Verdienste, aber er passt nicht mehr in das System, was wir spielen wollen" beim KSV ausgemustert hatte. Ich weiß, dass hier Thorsten Bauer der Torjäger ist. Ich habe hier selbst mit der U23 von 1860 München an meinem 40. Geburtstag am 10.8.2007 4:0 verloren. Kann man gut merken, 40. Geburtstag, 4:0 verloren hier. Da hat Thorsten Bauer 3 Tore gemacht. Ja, und ich denke mir gerade mal, in der Heimspiele, wenn ich da so einen Mann habe wie einen Thorsten Bauer, wo ich mehr im gegnerischen Strafraum bin. Ich werde mit ihm sprechen. Vielleicht kann man ihn reaktivieren. Ja, dass ihn die Fans nicht nur wieder am 8. Mai, glaube ich, sein Abschiedsspiel sehen, sondern vielleicht wieder früher.